Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja versprochen, bezüglich meiner Farbkehle euch da mal ein paar Designs vorzuschlagen. Und zwar beginne ich mit Design Nummer 1. Ich möchte mit den Farben I10, I16 und I17 einen kleinen Farbverlauf gestalten. Und wie das Ganze jetzt aussieht und funktioniert, zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich mir wieder so einen Tipp vorbereitet mit ein bisschen Make-up-Gel. Zu meinen Make-up-Gelen werde ich nochmal ein gesondertes Video machen, welche Make-up-Gele es bei mir geben wird. So, und jetzt beginnen wir mit der Farbe I10. Das ist ein ganz tolles Pastellrosa. Und zwar möchte ich das jetzt quasi nur zur Hälfte als French auftragen, denn ich sagte ja, ich möchte euch zeigen, wie man damit einen Farbverlauf gestaltet, aber diesmal nicht von oben nach unten quasi, sondern seitlich. Denn das hat auch einen ganz tollen Effekt, wie ich finde. Und ich trage das wie immer mit einem feinen Pinsel auf. So. Trotzdem schön die Smileline beachten. So, und dann zieht ihr euch das eben wieder über die Spitze, wie gewohnt. So. So. Alles schön mit Farbe bedecken. Und jetzt spreizt ihr euren Pinsel wieder. Das hatte ich euch ja, glaube ich, schon mal in einem Video gezeigt. Den richtig schön spreizen. Und dann zieht ihr euch das quasi so ein bisschen auslaufend zur anderen Seite hin, sodass ihr da quasi dann den Farbverlauf gestalten könnt. In etwa so. Ich zeige es euch nochmal nach. So sollte das Ganze dann einmal aussehen. Das Ganze härten wir jetzt kurz an und dann hole ich euch wieder mit dazu. Angehärtet ist das Ganze. Die Farben ziehen ziemlich schnell an, also die härten ziemlich schnell an, meinte ich. Und jetzt nehme ich mir die Farbe I16. Das ist so ein Metallic Pastel Federton und den trage ich eben schön auf die andere Seite auf, auf die andere Hälfte des Nagels. Auch hier wieder schön andocken. Wenn ihr euch da mal vermalt, quasi über dieses Smileline drüber hinauskommt, das ist gar kein Problem. Denn dann nehmt ihr euch einen anderen Pinsel und geht quasi an das Smileline entlang, sodass ihr alles wieder schön sauber habt. Also bei so Pastelltönen muss man grundsätzlich immer ein bisschen mehr Farbe verwenden, denn so ganz zarte Farben, wenn man eben einen durchsichtigen Untergrund hat, sei es jetzt ein Tipp oder eben eine Schablonenmodellage, muss man da immer ein bisschen mehr nehmen, damit das auch schön deckend ist. So, jetzt habe ich die andere Hälfte aufgetragen. Ich zeige es euch jetzt mal, wie es aussehen sollte in etwa. So. Und jetzt macht ihr quasi genau das Gleiche, wie ihr eben bei dem Rosaton gemacht habt. Wie ihr das bei der E10 gemacht habt. Und streicht euch quasi diesen Fliederton so ein bisschen ins Rosane, sodass ihr da einen ganz tollen Farbverlauf habt. So. Und so schaut das Ganze jetzt einmal aus. Ich finde, das hat einen ganz tollen Effekt. So diese Mischung aus Lila und Rosa finde ich ganz, ganz toll. So, ich härte das Ganze einmal aus und hole euch gleich wieder mit dazu. Jetzt nehmen wir uns einen Schlepperpinsel. Das ist ja so ein ganz langer Pinsel oder eben einen anderen ganz feinen Pinsel, den ihr eben da habt. So, einmal mit einer trockenen Zellette die Schwitzschicht so ein bisschen abnehmen. Dann habt ihr das ein bisschen einfacher. Und zwar möchte ich jetzt hier entlang der Smileline mit der Farbe I17. Ach übrigens, die Farben werden natürlich alle noch Namen bekommen. Das ist jetzt erstmal nur die Farbbezeichnungen für mich. Die bekommen noch alle Namen. Werdet ihr dann auch im Shop sehen, dass die Farben eben alle noch Namen bekommen. Jetzt erstmal mit der I17. Das ist halt wieder so ein Effektglitter, was, wenn ihr das quasi mit dem Pinsel ganz normal auftragt, also jetzt nicht gerade als Glitter-Smileline oder so, das ist dann transparent. Und jetzt möchte ich das aber hier als kleine Glitter-Smileline auftragen. Bin ich im Bild? Moment, ich rutsche mal ein Stück rüber. So, und zwar mit eurem Schlepperpinsel oder eben einem anderen feinen Pinsel geht ihr an der Smileline, die ihr euch schon vorgeformt habt, eben lang, so nochmal nachtanken. Also, dass das wirklich nur so ein hauchzarter Glitter-Effekt ist. So. Und ihr eben eure Smileline nochmal so ein bisschen
effektvoller gestaltet habt. So. So. Und so könnte zum Beispiel euer fertiges Design aussehen. Ihr könntet natürlich auch anstatt der E17 könntet ihr auch ein Silber nehmen oder es einfach so lassen, wenn ihr das nicht mögt und euch das mit diesem Farbverlauf hier unten schon reicht. Das ist euch selbst überlassen. Ihr könnt natürlich auch Sticker draufkleben, noch mit Blümchen, mit Stempeln, mit Airbrush oder ihr versucht euch an der Handmalerei. Ja, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, ich habe mich jetzt erstmal für so ein einfaches Design entschieden, was eigentlich jeder nachmachen kann. Und ja, ich hoffe, euch gefallen meine Farben. Und ja, wenn ihr mögt, schaut einfach dann im Shop vorbei, wenn der dann eröffnet sozusagen. Ja, ich sage bye bye und bis zum nächsten Video. Macht's gut!